Hallo und herzlich willkommen auf Evo 2K TV und herzlich willkommen zu einer neuen Folge WWE 2K23 My Rise, die Story von The Lock, Joey Silencio. Er hat gestern das Apex Tournament in Japan gewonnen. Am Ende doch, ja, überraschender als das, was ich vermutet habe, weil wir hatten ja das Match gegen El Ordinaro oder wie er hieß, keine Ahnung, wo eigentlich schon von ausgegangen ist, da steckt Sami Zayn darunter. Und ja. Dann dachte ich ja eigentlich, er würde uns am Ende den Sieg kosten, was dann nicht passiert. Sie haben tatsächlich dieses Turnier gewonnen. Und ja, bevor wir weitermachen, mal wieder Hinweis in eigener Sache. Wenn ihr mehr zu WWE 2K23 wissen wollt, wenn ihr euch ein bisschen austauschen wollt mit einer Community, joint meinem Discord-Server, der Link dazu in der Videobeschreibung. Und natürlich lasst dem Kanal ein Abo da. Schön die Glocke aktivieren, jeden Tag um 12 Uhr eine neue Folge von WWE 2K23 My Rise. Ja, dann würde ich sagen, wir gehen mal rein und gucken, was es hier sozusagen gibt. Beziehungsweise können wir noch ein paar Punkte. Ja, wir können wieder ein bisschen was verteilen. Aufgabe brauchen wir gar nicht so pushen. Da sind wir jetzt schon OP wie noch was. Verteidigung können wir ein bisschen hochgehen, weil die ist nicht so geil aktuell. Ja, das machen wir. 23 Upgrade-Punkte. Wir haben schon eine 90 einfach nach so kurzer Zeit. Social Media, was steht hier noch drin? Seid nicht enttäuscht, Chosen Ones, es wird in meiner Zukunft noch viele Apex-Tournament-Siege geben. Joey Samuels brauchte das dringend als ich. Ich freue mich, dass ich mir helfen konnte, nachdem er den Tiefpunkt erreicht hat. Also ich habe etwas anderes gesehen. Nachdem er länger als 29 andere Superstars durchgehalten hat, ist Slade der neue Royal Rumble-Gewinner. Nichts kann meinen Aufstieg aufweilen. Die WWE-Championship erwartet mich. Das ist ja ganz cool, aber hast du mal versucht, das Apex-Tournament zu gewinnen? Wer ist dieser Mark for Life zur Hölle? Slade hat ihn einfach blockiert. Der Sieger des Apex Tournament wurde gekrönt. Joey Samuels hat die Spitze des Profi-Wrestlings erreicht und reiht sich unter den Besten der Welt ein. Jetzt weiß die Wrestling-Welt Bescheid. Ich bin offiziell zurück. Ich erkenne deine Leistung an, Joey Samuels. Aber am Kopf des Wrestling-Tisches sitze immer noch ich. Oh Gott. Es wird wirklich Head of the Table. Wird wirklich hier so rein versetzt. Cody Rhodes. Die Reise eines jeden Wrestlers ist anders. Ich habe das Gefühl, Joey Samuels fängt gerade erst an. Zum ersten Mal mit Cody Rhodes Interaktion. Sehr cool. Könnte jetzt auch sagen, cool mit Roman Reigns, aber das juckt mich jetzt nicht so. So, Posteingang, was haben wir da? Ich habe gerade gesehen, dass der WWE der Post über deinen Sieg am Turnier gefällt. Könnte ein Zeichen sein. Wer weiß, aber ich habe kein Interesse daran zurückzugehen. Ich habe gerade allen Schwung der Welt und ich werde weitermachen. AEW oder was? Cat Films All. Hey, bist du vielleicht da interessiert, für meine Dokumentation in einem Rematch gegen Adrian Buck anzutreten? Adrian wer? Buck, du bist bei diesem Turnier in Großbritannien in einem British Roots Meeting angetreten. Ein großer Moment. In meinem Dokumentarfilm wird das sowieso eine große Rolle spielen. Oh, richtig. Natürlich ein großes Match, an das ich mich absolut erinnere. Ich denke einfach, dass Adrians technisches Geschick und sein knallharter Hintergrund gemeinsam mit dir im Ring für eine echt gute Chemie sorgen können. Das ist alles. Okay, jetzt bin ich misstrauisch. Seit wann setzt du Matches an? Wahrscheinlich wegen der ganzen Zeit, die ich mit dir verbracht habe. Es könnte einfach ein richtig cooles Match werden für die Dokumentation. Hast du Lust dazu? Ach komm, ich helfe ihr mal. Sie hat mich auch unterstützt. Du warst für mich da, also ist es das Mindeste, was ich tun kann. Ich helfe gerne, wo ich kann. Du bist der Beste. Adrian wird begeistert sein. Hoffentlich ist Buck auf Zack. Oh Gott. Ja, Cut und... Oh Gott, es wird ja immer schlimmer hier. Cut und Maus. Buck auf Zack und Cut und Maus. So. Dann sind wir wieder in der AEW Arena. Los Angeles Wrestling. Schade, dass ich nicht mit dem Pokal zum Ring komme, oder? Das wäre jetzt so dieses i-Tüpfelchen irgendwie. Und Back auf Zack ist auch wieder da. Der Eververse-Charakter. So. Da gibt es wieder Wishmore. Direkt mal zur Begrüßung. Was ist das hier gerade für eine Zeitverschwendung? Der Typ kann ja gar nichts. Oha, kaum sage ich was. Das war jetzt so die Karma-Schelle.
Und die Aktion gönnen wir ihm mal. Ach komm, geht der Neckbreaker sogar schief. Jetzt kontert aber wirklich alles. Was ist hier gerade los? So gut begonnen und jetzt? Ja, der geht leider ins Leere, mein Freund. Was ist los? Buongiorno. Wie ein Tisch? Schade. Mich beleidigt, dass hier steht, versuche das Match zu gewinnen. Das sollte der Anspruch mittlerweile sein, den wir uns selbst haben. Ah, geht schief. Oha! Doppelt das Spear. So. Oh mein Gott, werden wir es wirklich schaffen? Ja, gerade so. Ja, so Leute kann ich ja wegsquashen, so ganz einfach. Das ist halt so ein No-Name. Jetzt, wenn ich so einen Undertaker als Gegner hätte, würde ich das nie machen. Das ist einfach nur so ein Statement zu setzen. So sieht's aus. Ein weiterer Sieg von Joey Silencio. Und dann würde ich sagen, machen wir jetzt in der Story weiter. Was für ein unglaubliches Match. Lasst euch weiterhin von dem Thema meines kommenden Dokumentarfilms begeistern. Joey Samson und dem Thema meines nächsten Dokumentarfilms at Buck Alien. Jetzt habe ich verstanden, Cat Films. Du hast mich ausgetrickst. Ich kann nicht so schnell lesen. Sorry, ich hatte Angst, dass du dich aufregst, wenn ein anderes Projekt übernimmt. Offensichtlich. Cat Films. Chase the Rip ist sogar dabei, nur Projektangriff, weil ich eine Geschichte zu erzählen habe. Glaubt mir, Cat Films, ich ebenfalls. Rico Shaw. El Ordinario. Oh, ich auch. El Mago. Machst du auch Vater-Sohn-Geschichte? Oh mein Gott, wie gut ist das denn? Das sind die ganzen Leute von den Vorgänger-Stories. 2K19, 2K20. Ich habe eine Idee, wie alle funktionieren können. Ein 6-Mann-Battle Royale und der Gewinner bekommt Cats voll und ungeteilte Aufmerksamkeit. Oh, da habe ich Bock drauf, 6-Mann-Battle Royale. Bis auf eine Winzigkeit, kann ich mir über meine eigene Karriere mitbestimmen oder nicht? Hey, lob mal, bild mich mal ein bisschen, ich trickse die Typen doch nur aus. So kannst du sie dir alle an einem Ort ansehen und entscheiden, wenn du als nächstes filmst. Dadurch kannst du immerhin eine Menge Flugkosten sparen. Das ist wirklich ziemlich clever. Danke, tut mir leid, dass ich an dir gezweifelt habe. Alles gut, es gibt nur einen Haken. Du musst mit dem Dreh deiner nächsten Doku warten, bis du unsere fertig hast. Das geht für mich in Ordnung, wenn du den Battle Royale gewinnst. Oha, jetzt wird's wild, die ganzen Einzüge zu sehen von denen. Also gucken wir uns nicht komplett an, aber so ein bisschen zumindest. Jetzt hat man meinen schon mal übersprungen. Oh, ich glaube, bei der Battle Royale werde ich verkacken. Mal gucken, wer der neue Star verkehrt wird.
So, ihn haben wir ja auch schon. Warum kommen die eigentlich alle gleich zum Ring von der Animation? Wurde ja richtig Mühe gegeben. Die ganzen Jobber. So, wen haben wir jetzt? Oh, da ist der Sami Zayn. Oder wurde da irgendwie aufgelöst, dass er das doch nicht ist? Ich weiß es nicht mehr. So, El Mago. Man kennt ihn. Also, wer damit gerade nichts anfangen kann, das sind alles Charaktere. Also El Mago zum Beispiel. Oder gleich Chris the Rip aus 2K20. Oder 2K19 und so. Deswegen ist eigentlich schon witzig, dass die alle wirklich wieder reingebracht werden. So, und jetzt kommt das Rippchen. Auch wenn das Spiel echt schlecht war. Also 2K20, aber Ribby war so gut. Oder war... Nee, Ribby war doch 2K22, oder? Oder war das nur eine Anspielung 2K22, auch weil er in 2K20 ja schon irgendwie dabei war? Ich glaube, der war 2K22, aber das ist ja, wie gesagt, alles eine Geschichte, die schon in den Vorgängerteilen erzählt wurde. Also sind ja alle irgendwann mal so im Laufe der Jahre vorgekommen. So. Oh Gott, ich muss das Ding auch noch gewinnen. Genau, geht einfach mal weg von mir. Ich will eigentlich am Ende mit dem Rippchen im Ring stehen. Ach komm. Ich hasse so Multimatches wieder, weil du einfach so, du hast keine Chance. Wenn dich irgendeiner so ansatzweise anvisiert, bist du eigentlich am Ende. Oder hat mich jetzt El Mago gerettet? Der El Matze. Ey, wie lange ist der denn im Ringseil? Hallo. Reicht jetzt auch mal. Das war aber jetzt wirklich teilweise knapp. Ey, Sami Zayn. Die Zustände. Aber einen haben wir zumindest eliminiert. Ich zeige euch gleich ein Tutorial, wie es damals, ich glaube 2K19 oder was das war, um den Royal Rumble zu gewinnen. Was aber die leichteste Methode war. Dieser Royal, da hat damals sogar RD hatte sich bei mir, glaube ich, in meinem Video Tipps geholt. Ganz, ganz viele Leute haben das auch mal nachgemacht. So, ich zeig's euch jetzt. So, setzt er den hier hoch. Oh, du. Oh. Und dann eigentlich losrennen und da runterkicken. Aber es geht halt nicht, weil ich hier die ganze Zeit anvisiert werde. Komm, Styles Clash jetzt da raus. Also wenn ihr euch jetzt fragt, warum ich auf einmal mit so Nebenquests anfange, ich finde, wenn die so ein bisschen zur Story und zum Charakter passen, dann ist das okay. Ach komm. Ich greife wieder vorbei, das gibt's doch gar nicht.
Also wirklich, das ist so mein absoluter Hass in diesem Spiel, diese Multi-Matches. Hier, er visiert erst einen anderen an, dann kommt er doch auf mich wieder zu. Hier jetzt genau dasselbe. Ach, mach dir einfach, ich halte mich da jetzt raus. So, weil hier habt ihr den Vorteil, wenn ihr den so runterkickt, ihr könnt nicht ausscheiden. Okay, es geht anscheinend nicht mehr. Früher konnte man die da so runtertreten. Okay, da müssen wir die Leute doch mal ein bisschen. El Matze. Hey, Rippchen. Auf Eliminieren hat die KI aber jetzt auch nicht so Bock, oder? Kaum sage ich's. Uff. Ja, macht ihr mal, ihr zwei. Ja, einfach den Cody-Cutter. Oh no. So wichtig. Ey, ich hasse das. Wirklich, du kannst nichts zeigen. Ich halte mich jetzt wirklich raus. Sollen die zwei sich eliminieren, ist mir egal. Auf der anderen Seite, ich kann gerade sowieso nichts machen. Das ist aber auch cool, oder? Dass der dann auch mal auf mich drauf geht, sich nicht nur auf den einen dann da ausruht. Soll ich ihm helfen? Boah, Adrian. Ich kann nichts machen. Nein. Laber dich. Was? Oh mein Gott, ich habe gekontert. Ich dachte gerade, ich bin ausgeschieden. So, tschüss. Rumble Finisher. Ich dachte gerade wirklich, der Konter wäre nicht genommen worden. So, damit geht die Dokumentation über Joey Silencio weiter. Aber war auch mal was anderes, oder? Jetzt haben wir mal eine Battle Royale gesehen. Statt mal immer nur den Singles-Matches, weil. Wie gesagt, wir wollen ja nicht durchrushen, wir wollen ja auch ein bisschen Gameplay sehen, nicht immer nur dasselbe. Dann gehen wir mal weiter. So, Cut und Maus, oder Cat und Maus abgeschlossen. So, aber wir wollen ja wissen, wie es hier. Gucken gerade mal Social Media, große Neuigkeiten. Leider sind die Fahndungen mit Adrian Buck geplatzt, aber ich freue mich, euch mitteilen zu können, dass ich Chase the Rip als Thema meiner nächsten Dokumentation folgen werde. Was sehr cool ist, weil ich so ein Riesenfan von Ruby war. Ich hoffe, du magst deine Rippchen extra scharf. Amerika. Gut, aber es geht jetzt in der Hauptstory weiter. Wir gehen zu Tavish. Ich hätte da noch eine große Chance für dich, in einem anderen Teil der Welt aufsehen zu erregen. Ich muss so langsam anfangen, dir eine Provision zu zahlen. Was meinst du? 25%, 30%? Wie wäre es mit 20% und einen Anteil an allen zukünftigen Tantiemen? Was ist das? Okay, von mir auch nicht. Wie auch immer. Ich kann dich in eine Show in Mexiko reinbringen. Gott würde es an der Seite von Hector Flores kämpfen. Man kennt ihn auch noch. GW schickt ihn für einen besonderen Auftritt zu Lucha Magica und die Veranstalter suchen nach einem heiß begehrten Wrestler, der ein Team mit ihm bildet. Ich will nicht mit irgend so einem ausrangierten WWE-Typ daraus machen. Klingt interessant, aber ich würde mich lieber darauf konzentrieren, mich nach einer anderen Möglichkeit umzusehen. Vielleicht ein Einzelmatch, damit ich meinen Erfolg in diese Richtung ausbauen kann.
Ja, sicher, aber nur, dass du es weißt. Ich habe uns schon Tickets nach Mexiko besorgt, weil ich dachte, du sagst ja, also müssen wir da irgendwann hin. Okay, das scheint wieder so eine Zwangsstory zu sein. Wir müssen wohl doch ja sagen. Okay, ja gut. Bring mich in die Show. Ich hätte nichts gegen einen Ausflug in ein wärmeres Klima. Bring mich in die Show rein. Ab und an können ein paar mir nicht sein. Entschuldigung, das Essen an Flughäfen liegt mir immer schwer im Magen. Boah. So, Latino Heatweste bekommen wir und eine Mexico Plaza Arena. Sehr schön. Ich wusste nicht, dass du auch wieder hier bist. Dito, ich hatte nach dem Apex-Moment schon genug von dir. Ich dachte, ich könnte eine Weile lockfrei haben. Nenn mich nicht so. Okay, Lock. Was ein Typ. Meine Herren, ihr müsst euch zusammenraufen, denn ihr werdet heute Abend ein Team bilden. Oh nein, ich dachte Hector Flores. Hector ist dein Partner. Euer beider Partner ist ein Trios-Match in der Lucha Libre-Tradition. Muss aufhören, solche Dinge abzuziehen, Tavish. Ich wusste, dass du einen Aufstand machen würdest, deshalb habe ich nichts gesagt. Das wird sich erst ändern, wenn du lernst, dich aus deiner Komfortzone rauszuwagen. Seid ihr zwar fertig, ich will das auch nicht tun, aber ich heule deswegen nicht rum und habe immer einen abgeheiferten alten Wrestler im Schlepptau. Okay, ich weiß, was du meinst, aber jetzt ist es zu spät, das Match zu ändern. Rauft euch einfach zusammen und zieht es durch. Ihr müsst ja nicht die besten Freunde werden, okay? Das gibt guten Content für Social Media, also mach ich's. Okay, aber nur dieses eine Match. Keines mehr. Ich glaube, die Betonung sollte auf keines mehr irgendwie so liegen. Haben wir irgendwie was hier, was wir pushen können? Nee. So, Hector Light, was gibt's denn? Hey Hector, ich habe mich gefreut, mit dir ein Team zu bilden, bis ich erfuhr, dass auch Chosen in unserem Team ist. Das ist schon okay. Ich kenne Chosen schon länger. Er kann einem manchmal auf den Geist gehen, aber er meint es gut. Ich weiß nicht recht, ich werde ihm in dem Match aus dem Weg gehen. Wenn wir beide unser Ding tun, wird es schon klappen, aber genug von Chosen. Was hast du in letzter Zeit getrieben? Es war eine interessante Zeit für mich in der WWE. Los Lotharios wollte mich als Mitglied, aber ich habe abgelehnt. Seitdem gehen sie auf mich los. Ah, Fraktionsärger. Davon hatte ich in der WWE auch genug. Allein ist man am besten dran. Ja, zumindest in dem Fall. Freut mich jedenfalls, dass es dir jetzt so gut geht. Hab gehört, du hattest nach der WWE eine harte Zeit. Angeblich hattest du beim Dreh für ein Videospiel Zoff mit Sami Zayn. Ja, das stimmt, aber das ist Vergangenheit. Wie du sagst, läuft es gerade gut für mich. Und das soll auch so bleiben. Also lass uns heute Abend den Sieg holen. Einverstanden? Klingt gut. Na dann, los geht's. Noch auf dem Programm die besonderen Gäste Hector Flores, Joey Simpson, Chosen in einem aufregenden Trios-Match. Einer ist besonderer als die anderen. Oh Gott. Alter. Ist das nicht... auch aus dem alten WWE-Teil, die Arena? Am Ende haben wir noch wieder hier Weihnachtsmarkt-Fight und sowas, wie in 2K19. Oder nee, 2K20 war das ja. Ja, frisch aus dem Pavillon. Joey Silencio. Ich muss ja wirklich sagen, ich habe keine Lust auf das Match. Ich mag das nicht. Ich habe es ja eben schon mal gesagt. So, diese Multi-Matches. Immer so schwer, deinen Gegner anzuvisieren. So, Hector Flores.
So, bevor er hier sich noch erkältet, skippen wir mal seinen Einzug. Und der Chosen ist auch wieder da. Wer sind jetzt die Gegner? Oh Gott. El Matze. Lass mich raten, El Ordinario auch noch? Ja. Oh, wen haben wir da noch? Ach nee. Den kennt man doch auch noch von früher, oder? Von ganz früher. Ich habe ja den Namen vergessen. Der hat aber auch mit mir im Performance Center damals angefangen. Ich glaube 2K19 oder so. Cole Quinn, genau. Cole Quinn war der Name. Was ist das für eine anstrengende Kamera? So, El Matze. Ach, shit. Hä, was war denn das jetzt? Ach so, das war mit Pin umdrehen. Nix da, du bleibst hier. Hier wird nicht gewechselt. Ich glaube, das Einfachste ist wahrscheinlich, wenn wir den so kaputt machen, dann zur Aufgabe bringen später. Oha. Hä? Was ist denn mit ihm hier los? Wie krass ist das denn? Er attackiert einfach mal meine Dudes? Mir fällt ein El Ordinario Vado. Es gab aber. Sami Zayn hat sich auch als El Ordinario verkleidet. Und deswegen. Mir fällt das langsam wieder ein. Oh, danke, Ref. Oh, Cole Quinn. Natürlich wird das schon ausreichen. So. Ich konnte ihn nicht unterbrechen da gerade. Es ging nicht. Ich habe alle Tasten gedrückt. Oh, er attackiert schon wieder. Boah, sauber. Sauber, Silencio. Irgendwie buggt das ein bisschen rum, habe ich das Gefühl. Stark, stark, Junge.
sowieso kein Körperteil, dass man hier eine Farbe bekommt. Das ist mir noch zu riskant. So, ihr Mats ist wieder da. Mir recht sein, weil der ist nämlich kaputter. Der hat mich schon den Kopf, hat der schon orange. Dann gehen wir nämlich bei ihm gleich auf den Aufgabegriff. Ach komm. Was ist das für ein Schwächeanfall gewesen? Oh wow. Nee, das gibt's doch nicht. Nein, El Matze. Oh nein, El. Da, der war noch gar nicht übrigens. Scheiße. Dankeschön. Danke, El Mago. Hast du gut gemacht. Ich will mit dem nicht wechseln. Chose ist scheiße. Der ist gerade nur gut hier so um so Wishmore. Um mein hier Special-Kram wieder ein bisschen. Aufzufüllen. Oh, ihr Vollidioten! Wie kann man so dumm sein? Oh, jawohl. El Mago ist zu dumm, mich zu treffen. Sehr schön. Match gewonnen. Ja, wie gesagt, war jetzt nicht so spektakulär, aber ich hasse so Matches einfach. Ich habe an denen keinen Spaß, weil einfach... Das sind zu viele Leute, man. Dafür ist die KI immer noch zu schlecht programmiert. Was ist denn jetzt? Oh, irgendwas passiert jetzt hier. Wer zur Hölle ist das denn? Wer hätte das denn für möglich gehalten? Okay, den in der Mitte kenne ich tatsächlich. So, willkommen in einer neuen Ära. Wir sind Legado del Lotarios, Umberto und Escobar. Hector Flores hat den Fehler gemacht, unser Angebot abzulehnen, aber alles hat seinen Grund. Mit Escobar sind wir noch stärker. Wer sich mit Hector verbünden, für die Geschichte, für unsere Erbe, für meine neue Familie, wir sind bereit, den Turnen zu geben. Meine Teamkollegen, die Sache zwischen reinzugehen, kennen wir jetzt nur wir. Du wirst Legado del Lotarios nur im Ring sehen, wenn du deine Gegner, deine Partner mitbringst. Und Chosens Maske steht auf dem Spiel. Keine Chance, das ist nicht ihr Problem. Jetzt schon, ich mach's, wenn Legado del Lotarios ihre Frisur einsetzen, machen wir Maske gegen Haare. Ich nehme für Legado del Lotarios an. Wir gewinnen sowieso, also ist egal, was wir einsetzen werden. Ja, Vorsicht vor dieser neuen Gruppe, die scheinen Blut geleckt zu haben. Ich weiß, was ich gesagt habe, manche Kämpfe sind es einfach nicht wert. Ja, Leute, wie es hier weitergeht mit dem Maske gegen Haare Match, werden wir dann morgen sehen. Um 12 Uhr, wenn es weitergeht. Ich gehe aber davon aus, dass wir dieses Match verlieren werden, weil, wie wollen die bitte den die Haare abrasieren? Also, das glaube ich nicht. Deswegen wird wahrscheinlich eher der
erstellte Char hier, dieser Chosen, den es ja in der Realität gar nicht gibt, diesen fiktiven Wrestler, der wird wahrscheinlich dann seine Maske verlieren. Und dann eskaliert das alles. Und am Ende stellt es vielleicht raus, dass Hector Flores noch zu denen gehört. Und dann gründen die so ein richtig krasses mexikanisches Stable. Auf jeden Fall, wenn es euch heute gefallen hat, lasst dem Video doch gerne wieder ein Abo da. Das würde mich sehr, sehr, ein Like da. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und natürlich ein Abo, wenn es ihr nicht getan habt. Jeden Tag um 12 Uhr eine neue Folge WWE 2K23 Mile Rise. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr diesen Weg mit mir gehen würdet. Ich bin dann jetzt an dieser Stelle raus. Joint auch gerne meinem Discord-Server. Ich habe es ja schon mehrfach erwähnt. Link dazu in der Videobeschreibung. Ich wünsche euch dann noch einen schönen Tag. Bleibt alle gesund. Bis zum nächsten Video. Macht's gut und ciao.